Meine lieben Leute, Mist. Und damit herzlich willkommen hier bei Bernd das Brot. Wir sitzen mal wieder in der Billo Airline und wir haben, glaube ich, letztes Mal eine Banane aufgetaut. Das ist ein bisschen länger her schon, dass ich jetzt aufgenommen habe, aber irgendwie sehe ich hier eine Mausefalle. Okay, gut, wir haben aber hier ein Magazin, das wir letztes Mal entdeckt haben. Das Magazin klebt am Hexi-Cola-Sirup fest. Ja, okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und dann hatten wir letztes Mal, glaube ich, die Option, ne? Geologischer Ausrichtung. Genau, geologische Ausrichtung, ne? Ganz, ganz wichtig. Und wir konnten jetzt eben was lesen, glaube ich, ne? Ein Magazin. Okay, pass mal auf. Genau, wir mussten das mit Bernd selbst probieren. Und da gibt es jetzt... Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Das auf jeden Fall. Schade, dass nur noch drei Artikel lesen. Ja, aber drei sind besser als keiner. So, there is no place like home, do you speak Ugg? Das werden wir gucken erstmal, wie es mit dem There is no place like home. Das ist ja ein schöner Titel, den möchte ich gerne mal, dass Bernd uns den vorliest, liebe Leute. Die 1000 schrecklichsten Urlaubsziele. Platz 11, Pullovien. Man muss schon sehr dumm sein, seine kostbare freie Zeit in Pullovien zu verbringen. Das Land ist arm an Reizen, dafür aber reich an Tropenkrankheiten. Es ist kein Wunder, dass bis heute noch keine Direktflüge dahin angeboten werden. Einzige Attraktion ist die Banana World, die von der irrigen Annahme ausgeht, dass ein Park, dessen Thema eine schnell im Schulranzen faul, braun und stinkig werdende Südfrucht Kinder interessieren könnte. Schade für Pullovien, dass Affen nicht in den Urlaub fliegen. Wie praktisch, meine lieben Leute, denn wir haben in der letzten Folge schockierenderweise erfahren, dass unser Pilot ein Affe ist, ein rasierter Affe, und das ist alles ganz fürchterlich und ganz schrecklich, aber so, wir möchten jetzt erstmal ein Dancing, ich möchte alles vorher wissen, ich möchte das Dancing with the Wolkenbruch, das muss ich jetzt haben. Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen, Regentanz, man nehme etwas Blut, rote Farbe tut es auch. Okay. Eine Obsidianplatte, okay. Eine Voodoo-Maske, eine Rassel. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut, alternativ rote Farbe. Roter Farbe, auf die liegende Obsidianplatte. Okay. Danach zieht man sich die Voodoo-Maske auf und rasselt mit der Rassel beim gleichzeitig rhythmischen Hin- und Herhopsen. Wichtig! Das Hopsen so lange weitermachen, bis Regen fällt. Das kann je nach Klimazone ein paar Augenblicke dauern. Deshalb Geduld. Wir wünschen viel Vergnügen und gut Wolkenbruch. Das ist ja schrecklich, liebe Leute. Das, ne, also jetzt wisst ihr, wie man es regnen lassen kann. Das sollte man vielleicht nicht. Gut, dann nehmen wir mal das, was für uns wahrscheinlich wirklich wichtige ist, nämlich den Sprachcode der Affen, denn wir haben einen Piloten, der ist Affe, und das ist nicht metaphorisch gemeint. Wissenschaft hat den Sprachcode der Affen entschlüsselt. Wir haben den führenden Affologen Dr. Ronny Cheetah dazu gefragt. Seine Antwort: Das ist alles ganz einfach. Im Grunde genommen verstehen Affen eh nur Banane. Das ist auf jeden Fall praktisch. Wie, das war's? Das war's echt? Wissenschaft hat den Sprach... Wir haben den Führ... Das ist alles ganz... Okay. Briegel? Banane? Ich meine, wir haben eine Banane. Die haben wir, glaube ich, letztes Mal aufgetaut, aber... Ich spreche leider kein Äffisch. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode... Und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. Permanentverbindung in Streifenform. Pass mal, können wir dem guten Briegel das Magazin mal geben? Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, ich hab's versucht. Ich hab's auf jeden Fall versucht. Den Sirup, die Banane? Ich mag auch keine Bananenbusch. Aber das ist halt die einzige Sprache, die Affen verstehen. Wohl wahr. Genial, Bernd. Mhm. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer, ein recycelter Tonträger, eine Permanentverbindung in Streifenform. Okay, den Tonträger, vermute ich mal, haben wir hier. Den schnappen wir uns auch gleich mit das Diktiergerät noch. Ja. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Ja, das ist eine gute Sache, Bernd. Das oder ist besser zum schnell überspielen. Haben wir denn das Diktiergerät noch? Ja, da ist es. Pass mal auf. Wo haben wir jetzt den Tonträger, Kassette, in Diktiergerät? Hallo? In Diktiergerät. Das funktioniert so.
Das hast du nicht geraten. Okay, vielleicht muss ich das Priegel geben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Das ist aber Streifenform. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Ja, aber das Schallwellenkonservierer ist doch für mich das Diktiergerät, oder nicht? Ein Schallwellenkonservierer. Praktisch. So, jetzt fehlt mir nur noch eine Permanentverbindung in Streifenform. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Okay, vielleicht die Dose, ne? Gibt es ein Dosentelefon in Streifenform? Ich probiere das mal hier. Pass mal auf. Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Ja. Streifenform. Pass mal auf, können wir dir das Klebeband geben? Permanentverbindung in Streifenform. Okay. Wo wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen, wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, Momentchen grad. Ich baue schnell. Er priegelt wieder, er priegelt wieder. Den F-Fish Translator 4000 XL Deluxe. Was hatte ich erwartet? Hightech Star Trek Bling Bling? Trotzdem bin ich irgendwie enttäuscht. Ja, aber das ist das Schöne, ne? Weil Briegels Maschinen, die er sonst so fabriziert, haben immer ganz krasse Namen. Irgendwas mit 6000 irgendwas und hast du nicht gesehen, das ist auf jeden Fall... Du pass mal auf, es ist... Ein revolutionäres Kommunikationsgerät in sehr schlichtem Design. Okay, kann ich damit jetzt die Türe und den Affen... Wir können das jetzt auf seine Sprache können wir theoretisch aufnehmen. Hoffe ich mal, Übersetzer, pass mal auf hier, klappt das? Mal sehen, ob das klappt. Oh. Hallo? Hallo? Druck? Ja, bitte. Es funktioniert. Chili Schaf, frag ihn mal, warum die Affen im Zoo immer so gerne Kacke an die Fenster werfen. Chili, das ist Privatsache. Eben. Bernd, frage ihn, ob er uns in Polovien absetzen könnte. Muss ich das jetzt auf Bernd klicken? Das funktioniert so nicht. Okay, dann nochmal hier. Okay, Herr Flieger? Herr Flieger? Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist das Leben. Tralalalalalalalala. Das kennen die meisten, oder die es überhaupt noch kennen, wahrscheinlich von, wer hat das gesungen? Extra breit? Flieger? Ich weiß nicht, eben, ich kenn's auch noch von Hans Albers, ne? Das ist Flieger, grüß mir die Sonne. Hans Albers ist eine Reeperbahn, ihr wisst, dass ich in Hans Albers bin. Pass mal auf, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sonne. Könnten Sie uns in Polovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Yep. Also, wenn es schön ist, zumindest. Yep. Oh. Warum sollte ich das machen? Bananen, das Banana World, das ist, weil deshalb, weil am Rhein, die Wacht am Rhein, die Nacht am Rhein, das ist, weil deshalb, Banane, wir wissen ja, ne? Aber wir wollen mal gucken, was am Rhein so kommt. Warum ist es am Rhein so schön, am Rhein so schön? Wegen der Fortuna, Hemba. Warum habe ich das gesungen? Ja. Und hat es was geholfen? Ich weiß nicht, Bernd, hat es was geholfen? Nein, und jetzt Ruhe da hinten. Ich muss Kacke an die Scheibe werfen. Okay. Warum machen die das immer? Chili, das ist Banane. Weil deshalb. Verprobieren wir auch nochmal. Weil ich immer einmal mehr Weil sage als du. Genau. Edge. Immer fünfmal mehr als du. Und ich sage immer einmal unendlich mehr Weil als du. Ui, Berndi! Immer einmal unendlich mehr als du! Da hat er dich aber sauber dran gekriegt. That's it. Unendlich ist unendlich und ja, ich bin kein Mathematiker, insofern kann ich das jetzt nicht schlagen. Wir machen mal, ne, da ist so Banana World, Baby, und da willst du unbedingt hin. Weil in Polovien gibt es die Banana World. Yeah. Ein Freizeitpark, der die gammelige Südfrucht zum Thema hat. Yeah. Ich könnte wetten, dass die Schlangen vor den Fahrgeschäften überschaubar sind. Oh. Was? Banana World, ich komme.
Ich will auch Bananenachterbahn fahren. Ich auch. Wer will es nicht? Aber wir haben einen Fall zu lösen. Ich glaube, dass man mit dem Schaden, den wir mittlerweile angerichtet haben, gut und gerne 3 neue Bronze-Yachts im Stadtpark aufstellen könnte. Bernd, es geht hier ums Prinzip. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und ich mich an die Stirn, wenn meine Arme nicht zu kurz wären. Stimmt. Das ist ein Vorteil, den wir begeben. Wir müssen den Lama-Shop finden. Bestimmt kommt man da ganz ohne Probleme rein. Sei doch nicht immer so negatorisch, Bernd. Darf ich diesmal durchs Fenster fliegen? Ja, Chili, das darfst du. Okay. Also hier sind willkommen in Polovien. Das ist Polovianer-Händler. Kein Pullover-Händler, sondern polovianischer Händler. Hier sind Bettler, ein Polovianer. Und wir gucken uns die Polovianer mal an. Ein Pullovianer. Wie passend sind ja auch in Pullovi. Das bietet sich irgendwie an. Das ist schon richtig. Mit dem können wir reden. Dem nicht, mit dem reden wir mal dem. Hallo Pullovianer. Guten Tag. Gut? Was ist gut an diesem Tag, wo ich keine Karten mehr für die Jagdopferung bekommen habe? Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Ja, ja. Für das Jagd? Für dich. Vielleicht war es dir vom Schicksal nicht bestimmt. Eine Karte zu haben? Ein Jagd zu opfern. Jacks opfern ist falsch. Es gibt doch wahrlich genug Gewalt in der Welt. Komm jetzt bloß nicht mit sowas wie Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, du hast recht. Ja, ja. Das ging schnell. Ja, weil ich es immer schon in mir gespürt habe. Gewalt in der Welt ist, als würde man mit einem Stock gegen den eigenen Schatten kämpfen. Ist das nicht eine schöne Metapher für das ganze Leben? Auf einem Sandstrand. Was? Nackt. Igitt. Jetzt nicht mehr. Okay. Danke, kastiges Ding. Du hast mir sehr geholfen. Mist. Kein Strand weit und breit. Ah, ja. Sicher? Auf Wiedersehen. Mist. Ja, wir haben ihn bärentechnisch angesteckt, ne? Können wir nochmal mit ihm reden? Guten Tag. Guten Tag. Gut? Was für die Jagdopferung? Für das Jagd. Okay, gibt's die ganze Scheiße noch? Ein Jagd zu opfern. Es gibt doch. Komm jetzt. Gewalt ist keine Lösung. Bla 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 bla. Okay, Pullovianer. Pullovianer? Wie kommt der hierher? Wahrscheinlich sehe zu Hause. Und der? Pullovianer, der hier rumpulloviert. Okay, hier haben wir übrigens eine Toilette. Andere Länder, andere Sitten. Wohl aber immer wieder ein Außenklo. Seltsam. Pass mal auf, können wir da rein? Die sieht gar nicht abgeschlossen aus. Okay, sieht doch abgeschlossen aus. Aber we've got the general key. Hurra! Der Universal-Toilettenschlüssel. Funktioniert auch hier. So habe ich überall auf der Welt ein stilles Örtchen. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Was? Dann nicht. Mist. Bernd, wie kannst du den Schlüssel abbrechen? Alter, das ist gut. Das ist spinnend. Da war aber lange keiner mehr drauf. Lamafett? Lamafett. Wozu braucht man das auf der Toilette? Nein. Ich denke lieber nicht weiter drüber nach. Ich auch nicht, aber wir können es nehmen. Wer gut schmerzt, der gut fährt. Alberner Spruch. Reimt sich nicht so richtig. Fast. Sagen wir es mal so, du hast einen Reim hinzugemogelt. Aber wie kommt der mit seinen kurzen Armen da oben dran? Das ist schon, habe ich schon öfter in diesem Spiel gefragt. Das ist auf jeden Fall, das sind Mysterien. Die Chili steht hier übrigens hinter der Türe. Klopapier, hätte gerne Klopapier. Sonst nicht. Hier haben wir ein rotes Ventil. Oh ein Gott. Rotes Ventil. Rote Ventile muss man drehen, Freunde. Das bleibt nicht aus. Das kann ich mit meinen Händen weder drehen noch abschrauben. Dazu bräuchte ich Werkzeug. Aha. Können wir hier übrigens die Glocke ziehen? Was haben wir hier? Türsteher. Ach Gott, oh Gott, da hat Lama-Kopf. Ein Lama-Kopf. Der hat aber ein Sabberproblem. Aber gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Warte mal, wo soll man mal anquatschen? Was haben wir hier? Wir gucken. Da müssen wir anscheinend rein. Das ist ein gemeiner Knochenmann irgendwie da drüber. Und. Ah, kommen wir hier irgendwo noch weiter? Ein Priegel. Pullovianer. Ein Pullovianer, der Ponchos verkauft. Oh, ich hätte gern Poncho. Ich möchte gern Poncho. Sofort. Aha. A kaufen, B kaufen. Was mit Verkaufen, kaufen? Mach mal A kaufen. Guten Tag. Haben Sie eine Komplettlösung für ein albernes Spiel? Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Cool. Dann machen wir mal B kaufen. Guten Tag, ich möchte ein M wie Mist kaufen. Mist. Tut mir leid, ich habe nur Ponchos und Hüte. Mist. Mist.
Leute, dann sind wir jetzt auf jeden Fall hier in... Da ist ein Esel auf der Tür. Das ist auf jeden Fall sehr rustikal, die Toilette, das ist, ne? Wir sind jetzt auf jeden Fall irgendwie in Pullovien gelandet, ne? Und ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen Pullovien irgendwie klar machen, denn das ist ganz wichtig und das ist alles, liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinne und vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt euer Bernd das Brot, Kastiger Koloss, Pullovien.